Und so lesen wir in 1. Samuel 3, Vers 1. Und der Knabe Samuel diente Jahwe vor Eli. Und der Herr sucht heute nach Menschen und auch nach Propheten, die einfach dem Herrn dienen. Dieses Wort hat natürlich auch zu tun mit einfach auf dem Herrn warten, hat auch damit zu tun, dass man ihm einfach anbeten, dass man einfach Zeit in seine Gegenwart und einfach Zeit nehmen, in seiner Gegenwart zu sein und einfach bei dem Herrn zu sein. Und so Samuel diente dem Herrn. Wir wissen, dass der Hannah, Samuels Mutter, konnte keine Kinder haben. Aber sie hat zum Herrn gerufen und hat einfach nicht aufgehört, bis dem Herrn sie gehört hat. Und der Herr sucht nach Menschen, die heute auch noch Fürbitte tun kann. Und dem Herrn einfach vertraue, dass Gott einen Durchbruch bringen. Auch in unserer Zeit, auch in unserer Generation. Hannah war einfach nicht zufrieden mit dem, was los war. Auch im Haus Gottes. Und Hannah hat einfach Fürbitte getan und dem Herrn einfach gesucht und dem Herrn gesucht. Und da war sie schwanger. Und sie hat ein Kind geboren und das ist der junge Samuel. Und Samuel war berufen, ein Prophet des Herrn zu sein. Und er ist als kleiner Knabe, er ist einfach da im Haus Gottes. Das war noch nicht der Tempel. Die haben einfach die Stiftshütte Mose und die haben so ein Gebäude darum gebaut und das war dann Haus Gottes. War noch nicht der Tempel auf dem Tempelberg, aber das war Gottes Haus. Und Eli war alt und er war halb blind, konnte ihn auch nicht mehr gut sehen. Und so sehen wir, dass in Vers 3 und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel Jahwes, wo selbst die Lade Gottes war. Gott sucht nach Menschen heute, die einfach in seine Gegenwart ist, einfach in seine Gegenwart warten. Und Samuel lag in die Nähe, wo die Bundeslade war. Samuel hat einen Hunger nach Gott gehabt. Und so sucht der Herr heute nach Propheten, die einfach auf dem Herrn warten kann, wie Samuel damals. Sie einfach ausruhen kann in Gottes Gegenwart und einfach auf dem Herrn warten. Oh, in die Nähe von der Bundeslade einfach warten. Und die Bundeslade damals und für uns heute repräsentiere, dass die Gegenwart Gottes. Die Zentrum, die Mittelpunkt von Gottes Gegenwart. Und der Herr sucht nach Propheten in unserer Zeit, die einfach so auf dem Herrn warten kann wie Samuel. Und so kam die Stimme Gottes zu Samuel. Und wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann müssen wir in seiner Gegenwart sein. Was seine Stimme kommt aus seiner Gegenwart. Wie näher wir an Gottes Gegenwart sind. Oh, wie klarer wird Gottes Stimme sein. Oh, Herr, wir suchen dein Gegenwart. Suchen deine Gegenwart, weil in Gottes Gegenwart ist Gottes Stimme, in seine Gegenwart ist auch seine Stimme. Wir wollen nie einfach nur seine Stimme hören, wir wollen ihm als Person, wollen ihm als Person, wir wollen bei ihm sein. Musik.
ganz nah an sein Gegenwart zu sein. Ganz nah an sein Gegenwart zu sein. Dann kommt seine Stimme ganz klar, ganz deutlich. Dann kommt seine Stimme ganz klar, ganz deutlich aus seiner Gegenwart, aus seiner Gegenwart zu uns. Und Jahwe rief wiederum Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er sprach: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder. Vers 7, Samuel aber kannte Jahwe noch nicht. Oh, das Schöne ist an diesem Vers, dann gibt es die Möglichkeit, den Herrn kennenzulernen. Dann gibt es die Möglichkeit, Gottes Gegenwart kennenzulernen. Weil Samuel kannte ihn noch nicht. Es heißt, es ist möglich und es ist auch für dich und für mich möglich, Gott viel näher kennenzulernen. Und das Wort Jahwe war ihm noch nicht geoffenbart. Ja, das heißt, es kommt noch. Und das wollen wir heute auch sagen, eine tiefere Offenbarung über Gott selbst. Und dann auch eine tiefere Offenbarung über sein Wort, denn in sein Wort kommt auch noch mehr und mehr zu uns. Ich sehe heute, dass der Herr dir einfach ermutigen will. Warte auf mein Gegenwart, oh, und verbringe Zeit in mein Wort. Weil ich will mich an dir offenbaren. Ich will mein Wort öffnen wie nie zuvor für dich. Samuel aber kannte Jahwe noch nicht. Es kommt noch. Und das wollen wir auch für uns heute proklamieren. Herr, lass eine tiefere, nähere Offenbarung über dich selbst zu uns komme, Herr. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart, aber lass es uns geoffenbart werden. Eine tiefere Offenbarung auch in dein Wort. Und Jahwe rief wiederum zum dritten Mal, Samuel. Oh, das ist so schön. Der Herr gibt nicht auf. Und das wollen wir heute auch fragen, Herr, gib bitte nicht auf. Auch wenn wir manchmal dich nicht hören, auch wenn wir manchmal nicht deine Stimme erkennen, bitte gib nicht auf mit uns, Herr, gib nicht auf mit uns. Und Samuel sprach zu Eli, hier bin ich. Und Eli sagt, geh hin, lege dich und es geschehe, wenn man dich ruft, so spricht, rede, Jahwe, denn dein Knecht hört. Und das wollen wir heute sagen. Rede, Jahwe, denn dein Knecht hört. Rede, Jahwe, denn dein Knecht hört. Rede, Jahwe, denn dein Knecht hört. Rede, Jahwe. Und Jahwe kam und trat hin und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel, dass jedem, der sie hört, seine beiden Ohren gellen sollten. Der Herr sagte ihm, oh Samuel, ich werde was tun in Israel, die so großartig ist. Und natürlich war das dann das Gericht über Eli, über seine Söhne.
Aber was so richtig interessant ist, ist, dass wenn wir sehen in Vers 15, und Samuel lag bis zum Morgen, da tat er die Tür des Hauses Jahwes auf, und Samuel fürchte sich, Eli das Gesicht kundzutun. Natürlich war das Gericht Gottes, die Samuel jetzt zu Eli brachte. Aber was so interessant ist, ist, dass der Samuel warte auf dem Herrn und hat geschlafen in Gottes Gegenwart. Ganz nah an die Bundeslade hat Samuel geschlafen. Und dann sehen wir Vers 19, und Samuel wurde groß. Und Jahwe war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Samuel wurde groß und Jahwe war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten auf die Erde fallen. Natürlich ist da geistliches Wachstum, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Wenn wir Zeit verbringen in Gottes Gegenwart und wenn Gottes Stimme zu uns kommt, dann kommt auch geistliches Wachstum. Dann kommt geistliches Wachstum in unser Leben, wenn wir einfach mit ganzem Herzen, einfach mit deinem demütigen Herz sagen, rede, Jahwe, denn dein Knecht höre. Und der Herr sucht heute wieder nach solchen Propheten, die nicht sagen, was sie auf dem Herzen haben, aber wirklich sagen, rede, Jahwe. Bitte, Herr, reden. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen proklamieren, was Gott sagt. Nicht, was wir so gedacht haben. Was Gott aus seiner Gegenwart zu uns gesprochen hat. Und dann Vers 21. Und Jahwe führt fort, in Silo zu erscheinen. Denn Jahwe offenbarte sich den Samuel in Silo durch das Wort Jahwes. Und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Gott suchte heute in unserer Generation wieder nach Propheten wie Samuel. Er suchte heute wieder nach Propheten wie Samuel. Und Jahwe führt fort, in Silo zu erscheinen. Das wollen wir heute sagen. Lass mein Herz, lass dein Herz so ein Erscheinungsort für Gott sein. O Herr, lass mein Herz so ein Erscheinungsort für dich sein. Lass mein Herz dein Erscheinungsort werden. Lass mein Herz dein Erscheinungsort werden, wo deine Gegenwart, deine Stimme hervorkommen, wir preisen dich. Gottes Stimme kommt aus seiner Gegenwart. Gottes Stimme kommt aus seiner Erscheinung zu dir, zu meinem Leben.